Ja, hallo nach draußen in alle Streams an die Freunde der Scotch Malt Whisky Society. Schön, dass ihr bei unserem Tasting dieses Monat dabei seid. Ich bin der Florian Burkhardt, freue mich, euch zu diesem Tasting begrüßen zu dürfen. Und der Matthias, der normalerweise mit mir hier sitzen würde, den viele von euch vielleicht schon aus den anderen Tastings der Society Deutschland kennt, der ist heute leider nicht da. Er ist verreist, aber ich freue mich sehr, dass der Florian von meinem Namenskollege von Coffee, Whiskey and More mit mir am Start ist. Grüß dich. Hallo. Servus, grüß dich, hallo. Servus. Kann ich allen ganz herzlich ans Herzen legen. Schaut mal rein beim Florian Coffee, Whiskey and More, ein großartiger Kaffee- und Whisky-Blog, den ich seit Jahren gerne lese und sehr, sehr empfehlen kann. Der heute ein bisschen mit mir tasten wird, da freue ich mich ganz besonders. Hello and welcome also to our foreign guests not in Germany, not speaking German. I will also welcome you in English. This is the tasting of the Scotch Malt Whisky Society April tasting in Germany, and I want to welcome everyone who's listening from another country. I hope you'll get some of the German that we're speaking. Because the tasting will be mostly in German, but if you've got questions, you can also write them down in English, and I hope we or I can answer them in whatever language you write it down, hopefully in English. Maybe I'll have to adapt something else. Let's have a look. Natürlich auch die Einladung an alle deutschen Zuhörer. Tastet nicht nur mit. Hallo, lieber Ronny, der Erste schreibt schon. Tastet nicht nur mit, sondern schreibt uns natürlich auch gerne eure Fragen. Zum einen natürlich zur Society, zum Mitmachen oder zum Bestellen oder auch zum Besuch eines der zukünftigen Tastings. Aber gerne natürlich auch zu den Whiskys und Destillerien, über die wir heute so sprechen wollen. Ich hoffe, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben alle ihr tolles Tasting-Set hier bekommen. Ich glaube, du hast auch eins gekriegt, hoffe ich zumindest. Ist da, ja, hallo. und alle ein Glas zur Hand, und ich möchte reinstarten mit einem jungen Whisky, nämlich mit Trekking in the Jungle, die Nummer 48118. Da kann man gleich mal in die Runde fragen, wer hat denn eine Vermutung oder wer weiß, was es mit dieser Nummer auf sich hat. Was könnte drinnen sein oder was ist drinnen? Also für alle Nicht-Society-Member, die heute zuschauen, wenn ihr auf die Society-Flaschen drauf guckt, dann seht ihr immer Zahlen statt Destillerien. Das ist also das hausinterne Zählsystem der Society. Und für alle zur Orientierung, die das noch nicht kennen, die erste Ziffer ist immer die Angabe der Brennerei. Und die zweite Ziffer ist die Angabe des Bottlings aus der jeweiligen Brennerei heraus. Also es kann sein, dass wir heute von der einen Brennerei die Nummer 17 trinken und von der anderen schon die Nummer 160. Das heißt, von der einen wurden 160 Bottlings bereits abgefüllt und von der anderen nur eben 17. Warum es nur 17 gibt, da werden wir dann drauf kommen, wenn wir über den jeweiligen Whisky sprechen. Der erste Whisky, den wir hier verkosten, ist ein 7 Jahre alter Balmenach oder Balmenach, wie man auch immer es dann am Ende aussprechen möge, destilliert 2012 und kommt mit einer Fassstärke von 60,6% daher. Und ich habe ehrlich gesagt am Anfang gedacht, ah, Balmenach mit 7 Jahren habe ich noch nie getrunken, so jung, aber sofort beim Aufschrauben der Flasche wusste ich, was Sache ist. Das ist ein First Fill Bourbon Barrel und es hat nach 7 Jahren, glaube ich, schon richtig Aroma hier geladen. Man riecht es im ganzen Raum. Ich blende euch die Daten unten mal ein, für alle, die mitgucken wollen. Und natürlich auch den Text, der auf der Originalflasche drauf ist, hier unten als
kleine Informationen mit dazu. Dein Gesicht, deine Augenbrauen gehen nach oben. Ich entnehme dem, es riecht gut. Es hat ein bisschen Urlaubsfeeling, muss ich wirklich sagen. Erinnert so ein bisschen Griechenland tatsächlich. Also da wäre ich jetzt auch gern, muss ich ehrlich zugeben. Ja, du bist wenigstens im Garten. Ich muss erinnern bleiben. Das stimmt. Das Los eines Münchners, der sich keinen Garten leisten kann. Kannst gerne. Aber ich schließe mich auch voll an. Also dieses Wort Griechenland, das hat mich auch gerade ziemlich gepackt in dem Klappentext. Also dieses Ingwer, Paprika, Kräuter-Mix, der ist schon sehr präsent. Und ich finde irgendwie auch so ein bisschen Banane. Ja, Bananenbrot. Also hier ist quasi das Tzatziki und das Dessert schon kombiniert. Aber eine unglaubliche Power finde ich auch an Holzaromatik, die da für das junge Alter rauskommt. Also und sehr, sehr, sehr wenig, also sehr, sehr wenig Alkoholstärke dafür, dass er eigentlich über 60% hat. Also ja, also wir haben heute echte Knaller hier, wenn ich in meine Zettel schaue, so alkoholmäßig, wir werden auch noch auf 62% steigen heute. Und das bei einem mit 13 Jahren gar nicht so jungen Stoff. Aber wie du sagst, also 60% hätte ich jetzt nicht getippt. Nee. Irgendwo vielleicht 52, 54, aber keine 60. Ja. Also das ist schon sehr angenehm. Schau mal, was hier kommentiert wird. Auch der Ronny schließt sich an. Jawohl. Die 60% merkt man überhaupt nicht in der Nase. Was mir allerdings trotzdem so ein bisschen aufhört, ich finde, es hat schon so ein bisschen diese, also es ist nicht ganz ohne Kante irgendwie, es hat diesen Chili-Catch so ein bisschen. Schärfe. Ich normalerweise nur von Talisker, aber dieses leicht pfeffrige. Aber ich meine, ein gutes Tzatziki gehört es einfach rein, oder? Schärfe muss sein, ja. Können wir mal probieren? Bin gespannt. Also ich könnte die ganze Zeit nur dran riechen. Da ist er. Jetzt merkt man die 60%. Wow. Und die Chili. Er geht richtig auf. Also ich habe immer so dieses, wer kennt die Listerinen-Werbung mit den Backen und dem Schiff? Genau. Dieses Bild in meinem Kopf, wenn ich solche kräftigen Whiskys im Mund habe. Da geht richtig was auf. Es kommt an die Schärfe von Listerin ein bisschen hin, aber nur an die Schärfe. Ja, die Kräuter, finde ich, sind auch wieder präsent. Also natürlich wesentlich geschmackvoller, brauchen wir nicht reden. Schauen wir mal auf den Titel, der heißt Trekking in the Forest, der wunderbare. Was? Trekking in the Forest? Trekking in the Forest heißt er. Ich habe Trekking in the Jungle. Nein, laut Tasting Note hier heißt er Trekking in the Forest. Komisch. Dann ist es vielleicht auf den kleinen Samples anders gedruckt worden als auf den großen Flaschen. Passt auch. Ah, okay. Ja, hier heißt er auch, auf dem Release-Zettel heißt er wieder Trekking in the Jungle. Das tut mir leid. Das muss ich kurz ändern. Sorry. Dann ist wohl der offizielle Titel Jungle. Also, so. Du hast sehr viel Zitrus. Find ich sehr angenehm. Absolut. Also, Zitrus bin ich auch. In der Nase finde ich jetzt gar nicht so präsent, aber im Geschmack dann. Ne? Und die Chili-Schärfe, die ist noch deutlicher als im Geruch, finde ich.
Also du hast natürlich ein bisschen die Schärfe jetzt vom jungen Alkohol, aber auch die Chili-Schärfe ist wesentlich deutlicher. Ja. Banane ist ein bisschen weniger. Wobei ich den Jumi vollziehen kann. Also nicht nur Banane, sondern auch so, wie soll ich sagen, so tropische Früchte, so ein bisschen Mango und so, finde ich, kommt auch gut mit durch. Also. Pfirsich, Aprikose, also eher Aprikose wie Pfirsich, Ja. aber die ist deutlich da. Ja, eine interessante Distillerie, die eigentlich sehr, sehr wenig auf dem Markt ist. Es gibt nicht zu wenig Original Bottlings tatsächlich, die aber sehr, sehr selten, habe ich das Gefühl, gekauft wurden. Und ich habe so ein bisschen beim Durchschauen der Distillerien heute in verschiedenen Büchern und so festgestellt, dass sich ein Jahr irgendwie wie Magie durch dieses Tasting zieht oder ziehen wird. Und das ist tatsächlich mein Geburtsjahr 1993. Jede der Destillen heute Abend hat irgendetwas Markantes mit 1993 zu tun. Und bei Balmienach ist es die Stilllegung 1993. Die wurde glücklicherweise aber 4 Jahre später wieder aufgehoben. Es hat also sich jemand gefunden, und zwar, wer war denn das damals? Ich glaube, Inverhouse Distillers, die da also wieder reinvestiert haben. Damals mit dem David Malcolm als Dennis Malcolm, Entschuldigung, als Redelsführer der neu eröffneten oder wiedereröffneten Brennerei, den viele von euch oder viele aus der Szene wahrscheinlich heute als einen der Chefs in der Distillerie Glen Grant kennen. Ein sehr sympathischer Mensch. Wer die Chance hat, ihn zu treffen in Schottland, ist immer ein Erlebnis wert, wenn er mit seinem Golfkart hier Privattouren fahrenderweise durch die Brennereigärten macht. Ronny schreibt hier, man merkt, er ist sehr jung. Ja, man merkt das jugendliche Alter. Ich finde, es kommt auch fast noch ein bisschen der New Mac durch. Also gerade dieses Bananige ist, finde ich, bei dem Balmienach auch so ein bisschen der Distillery-Charakter. Es sind immer so zwei Brennereien, die ich mit der Banane eigentlich verbinde. Balmienach und Strathyla. Ich weiß nicht, ob du da mitgehen würdest. Sehe ich genauso. Also dieses bananige, leicht blumige, das ist schon angenehm drin. Natürlich, wie Ronny auch sagt, er ist relativ jung. Aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich mag nicht nur die alten, ich mag auch mal die, die ein bisschen jünger sind, wo du diesen New Mac stärker spürst, weil man sich da so ein bisschen näher an die Brennerei annähert. Also natürlich am meisten, wenn du New Mac trinkst, klar. Aber so ein paar Jahre im Fass, er ist Ja. sehr angenehm, doch. Aber halt der Alkohol relativ gut eingebunden. Genau, wie der Ronny auch schreibt, also Alkohol ist hier, finde ich, sehr, sehr in den Hintergrund gerückt, schon für das junge Alter. Ich bin trotzdem jemand, der immer gerne ein bisschen Wasser nimmt, einfach um nochmal zu gucken, was passiert. Bin gerne ein Experimentierer, bin ja ein alter Chemiker, ursprünglich mal. Und experimentiere immer gerne und deswegen Wie darf schmeckt bei er mir denn auch den immer das anderen? Wasser nicht fehlen. Wie schmeckt er denn den anderen Teilnehmern? Ja, der Chat ist etwas einseitig, gell? Traut euch. Gibt keine falschen Kommentare. Ich muss jetzt hier mal, da es mein erster ist, sage ich mal, mein erster Chat ohne den Matthias, mal kurz in den live reinschauen, ob da mehr Kommentare sind, aber ich glaube, das bildet alle Kommentare ab hier. Schauen wir mal live in den Chat rein. So, da bin ich jetzt gespannt. Ja, das bildet alle ab, sehr gut. Oh, mit dem Wasser kommt die Banane immer mehr. Ah, Wahnsinn. Immer mehr, immer mehr. Und in der Nase kommt dann ein bisschen Birne raus, finde ich. Dieses Birnige, was du gerne in New Makes mit drin hast.
kommt da richtig schön süß. Ja, also wie der Ronny sagt, das New Mac ist absolut präsent hier. Muss man mögen Von mir nach natürlich. ja eine der Destillen, die immer noch Warm Tubs in Betrieb haben, und zwar nicht wie etwa andere nur noch für Wash oder Spirit Still, sondern auf beiden Produktionsparts oder auf beiden Produktionsteilen. Also alle 6 Stills laufen mit Warm Tubs, und da gibt es immer eine sehr nette Anekdote, wenn man die Schotten fragt, die um Distillery rum leben. Dann sagen die, der beste Angelplatz sei der Auslauf, da wo also das Wasser vom Warm Tub wieder runterfällt in den Bach. Da ist das Wasser nämlich im Schnitt 2 bis 3 Grad wärmer, und deswegen sind da die größten Aale. Ob es wirklich stimmt, ich habe es noch nicht rausgefunden, ich bin kein Angler. Aber angeblich kann man da also die besten Fische fangen, wo das Wasser wieder in den Fluss zurückgeht. Ja, Balminach ist nicht nur eine großartige Distille für Single Malt. Balminach ist unter der Führung von Inverhaus Distillers auch zu einem wichtigen Bestandteil für Blended Whisky geworden. So war kurz Und weg. diese Blended Whiskys, nur für die, die es wissen wollen, also die bei Inverhaus selber produziert werden, da ist also der körperreiche Lead Malt, ist oftmals dann dieser Balminach. Da gehören unter anderem der MacArthurs und der Hanke Bannister dazu. Das sind also die hauseigenen Whiskys, und die halten oft eben größere Mengen dann Balminach. Auch ziemlich selten eine unabhängige Abfüllung. Also ich habe jetzt da nur einen gefunden, der ist gar nicht mehr verfügbar. Das war über Signatory damals. Ja, von Signatory gab es damals was, genau. Aber sonst würde mir jetzt Ja, auch kaum genau. was einfallen. Also ich weiß, wir hatten mal einen Balmenach unter Hunter Lane damals im Vertrieb. Das war aber auch so eine junge Abfüllung, ich glaube 8 oder 9 Jahre, und mehr war da auch nie präsent. Also ja. Scheint, wenn dann OB rauszukommen, aber wie gesagt, also etwa die Hälfte der Produktion geht ohnehin ins Blending. Inverhaus stellt deutlich mehr Blend her als Single Malts. Es gibt leider nicht nur schöne Dinge zu erzählen über die Brennerei, also nicht nur, dass sie in ihrem Leben auch geschlossen wurde, sie wurde auch mal umbenannt, sie hieß zeitweise auch meines Wissens Deerstalker Distillery. Sie hat auch ein, wie soll ich sagen, ein etwas schwarzes Kapitel beim Umbau erfahren, nämlich 1962. Da hat man also bei Balminach in der Mälzerei die Kapazitätsgrenze erreicht gehabt und hat eine sogenannte Saladin Box, also eine Kastenmälzerei eingebaut. Nicht mehr, wie man es kannte, mit der Schippe auf dem Boden gemälzt, sondern man hat also einen 2 Meter hohen Kasten eingebaut, in dem das Malz mit Hilfe von Motorschnecken gewendet wurde. Diese Technik war in den 60ern eigentlich nur in großen Biermalzproduktionen bekannt, nicht in der Whiskybranche. Und das heißt also, in den Jahren nach 62 hätten sich also tatsächlich 3 Personen schwer an diesem Gerät sogar verletzt. Einem soll sogar der Arm amputiert worden sein. Das ist also keine ganz ungefährliche Arbeit gewesen zu dieser Zeit, 1862 da mit diesen frühen Saladin-Boxen zu arbeiten. Möchte aber auch nicht wissen, was man dafür machen muss, um da reinzufallen. Also da muss man auch gewisse Turnkunststücke beherrschen, sag ich mal. Für alle Schottlandreisende oder die sich mit der Brennerei Balmenach auch ein bisschen näher beschäftigen und alle Gin-Fans natürlich, hier kommt auch der bekannte Caoran Gin her. Also Caoran geschrieben. Den sieht man in Schottland in fast jedem Pub.
Ist eine relativ bauchige Flasche, ist auch sehr lecker, wäre bestimmt auch mal was für einen Single Cask von der SMWS. Also wenn man da mal irgendein Fass lagern würde, wäre schon bestimmt spannend. Das ist ein interessantes Thema, das du ansprichst. Ja, ich habe vor kurzem auch wieder eine Gin-Abfüllung bestellt von der World Whisky Society. So einen könnte man da natürlich mal lagern. Da müsste ich glatt mal mich erkundigen, wie da die Kontakte zu Curran sind. Aber ja, du sprichst es natürlich an. Mit deinem Blog bist du ja, glaube ich, auch recht stark im Gin vertreten, was die Produktpräsentationen und so angeht. Und ja, ein sehr empfehlenswerter Gin auf jeden Fall. Auch sehr spannend, weil viele schottische Brennereien als Nebenerwerb auch Gin herstellen. Und da gibt es wirklich extrem gute, hochwertige Produkte. Also das ist, da ist, der deutsche Markt ist auch sehr groß, aber die Schotten sind da irgendwie einfach detailverliebter. Was die Absolut. Flaschen angeht, was die Herstellung angeht, alles. So, jetzt ist er leer. Also ich hatte Spaß am Einstieg. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Weitergehen wird es mit einem recht krassen Sprung. Das hat heute den Grund, dass der Glencadam, den wir später trinken werden, ja, wie soll ich sagen, sehr hoch im Alkohol ist und ich ihn deswegen hinter die etwas älteren Whiskys gestellt habe. Und deswegen ziehen wir jetzt ein bisschen nach vorne mit einem Whisky, der für seine Destillerie eher unerwartet leichter herkommt. Nämlich mit der Nummer 2660. Da ist er. 2660. Und damit steigern wir auch uns im Alter nach oben. Erstmal ganz vorsichtig und dann mit Abfüllung 3 ganz rasant. Im Alkohol geht es jetzt allerdings nach unten, 56,7%. Wir trinken einen Fruit Market and Candy Store 2660, einen kleinen Leash. Ist auch kein First Fill Bourbon Cask mehr, sondern Second Fill? Genau, ist jetzt ein Second Fill. Und destilliert 2011. Klein Leash, ja, wahrscheinlich, wie soll ich sagen, immer so ein bisschen der Schatten der alten Brora-Distillerie, der da leider Gottes immer drüber steht. Ich meine, ich muss zugeben, auch wenn ich kein großer Fan gehypter Brennereien bin, kein riesiger Freund von Dingen wie Port Ellen und Yamazaki und was auch immer da gerade gut und teuer ist, bin ich doch ein sehr, sehr großer Brora-Fan gewesen die letzten Jahre. Leider kann man immer weniger davon trinken, aber ich finde immer schade, dass der kleine Leash hinter dem Brora so ein bisschen zurücksteht. Man muss halt einfach sagen, es sind beides großartige Whiskys und sie sind halt so komplett unterschiedlich. Bitte vergleicht die nicht immer. Der kleine Leash ist deutlich, deutlich leichter, deutlich weniger rauchig und mit einem komplett anderen Gedanken gemacht. Vielleicht muss man das einfach auch immer wieder dazu sagen, wenn man kleinen Leash verkostet. Eigentlich hätte es beide Whiskys nie parallel geben sollen. Dieses Konstrukt Brora Klein Leash wurde in den letzten Jahrzehnten geführt von DCL, also von Distillery Company Limited. Und die hatten eigentlich den Plan, die alte Brora Distillerie durch eine ja größere Brennerei Klein Leash zu ersetzen mit der, ich glaube, drei- oder vierfachen Produktionskapazität. Und dann ist man hergegangen und hat quasi die neue in Betrieb genommen, kurz darauf die alte außer Betrieb und hat da drüben nur noch Whiskyfässer gelagert. Und dann kam Ende der 60er kam ein relativ starkes Dürrejahr für die Insel Islay. Das heißt, man hatte wenig Produktionswasser auf Islay. Es war generell schwierig zu leben. Ich meine, Inselleben ist dann doch nochmal was anderes als in der Großstadt oder in Glasgow oder im Festland generell.
Und dann hat man also beschlossen, aufgrund der Engkapazität auf Eila, man nimmt die alte, schwerere Bora wieder in Betrieb, weil man ja für den Johnnie Walker Blend Unmengen eigentlich an Kalila Whisky für die rauchige Komponente, gerade für den Black Label, brauchte und wollte das ersetzen durch den rauchigen Bora. Und deswegen hat man den Bora-Stil eigentlich in den 60er, 70er Jahren noch düsterer, noch schwerer geschraubt, als er ursprünglich mal war. Also wenn man Boras aus den 50er, Anfang 60er Jahren hat, die sind gar nicht so schlimm im Rauch. Die hat man eigentlich noch mal hochgeschraubt um 1970, 1975, um eben sich da Peated Whisky vom Festland zu holen. Das vielleicht dazu, warum die beiden zwar eigentlich mal Kleinlisch 1 und Kleinlisch 2 bezeichnet wurden, aber vom Stil so völlig unterschiedlich sind. Trotz der gleichen Stills, trotz des gleichen Wassers. Und wie gesagt, der Unterschied liegt in der Produktion. Also hier haben wir kaum noch Rauch. Das darf man eigentlich gar nicht dazu sagen, dass dieses Malz deutlich mehr PPM hat als ein Highland Park Malz. Riecht man, schmeckt man überhaupt nicht mehr bei Kleinlisch. Einzige, was hier noch gebrannt hat, ist wirklich Kerzen. Das ist so eindeutig der Hausstil. Das ist Wahnsinn. Da sprichst du aber genau den Punkt an. Das ist das, was sie jetzt tatsächlich gemeinsam haben, ne? Dieses Wachsige, diese. Also ich weiß ja Und ich nicht, wie es muss sich ehrlich anfühlt. sagen, der Fruit Market, ich habe noch nie einen kleinen Lisch gehabt, der so fruchtbetont ist. Also normal sind die ja doch eher Highland, Heide, Honigartig. Und der ist richtig obstig. Wahnsinn. Obstsalat, also richtig, richtig heftig. Obstsalat pur, so ein Schuss Apfelessig obendrauf, so eine leichte Säure in der Nase fast. Ich lasse euch mal nochmal hier den Originaltext unserer schottischen Kollegen durchlaufen. Und ja, da bin ich voll dabei. Marktstand gefüllt mit allem, was hergeht, von der Ananas bis zur Beere. Ich bin ja immer kein Fan von so seltsamen Food Pairings, aber da bekomme ich gerade so richtig Lust drauf, irgendwie hier so Jelly Beans oder so dazu zu snacken. Der macht richtig Spaß in der Nase. Und da haut es auch Perfekt schon jetzt für wieder den Sommer. einen Kommentar raus. Der Ronny ist auch wieder am Start. Gummibärchen, ja, genau, da fühle ich mich voll zu Hause. Aber Ganz toll, jawohl. nicht so Red Bull-mäßig, sondern wirklich eher dieses Saftgummibärchen, dieses Saftige, dieses Fruchtige, Bärige. Ja. Gigantisch. Aber auch da merkst du im Geruch, das junge Alter finde ich nicht so wirklich. Also der wird schön überlagert durch das Obst und im Hintergrund das leichte Wachs. Ja. Und immer dieser, ich finde, das ist schon fast Distillery-Charakter Kleinlisch für mich, also wo ich ja auch immer so ein bisschen sage, selbst wenn ein Bora eher leicht ist, da kennt man es ja weg. Wenn du an der Küste stehst und es zieht schlechtes Wetter auf, dann riecht die Luft so ein bisschen seltsam. Und diesen Geruch, finde ich, den hat die Kleinlisch. Dieser Schlechtwetterdunst. Den Ich Geruch hoffe, es hast wird du nicht aber schlecht hier. Wetter. Bei uns sieht es jetzt gerade so aus. Den Geruch hast du hier normalerweise auch bei uns auf dem Land. Also ohne Küste. Ja gut, ich komme aus Oberbayern, wir haben nicht so viel Küste. Ne? Die Genau. größte Küste bei uns, glaube ich, ist der Chiemsee. Oder der Starnberger See. Sowas. Das war es dann auch schon. Ich neige Das auch immer ist so jetzt ein so einer, da würde ich am liebsten nur riechen. ich neige immer so ein bisschen dazu, dann doch zu sagen, die verrückten Beschreibungen der Scotch Malt Whisky Society übertreiben ein bisschen, aber bei dem volle Kanne genau das, was im Text dasteht. Also das ist, die werden auch drin gesessen sein, sich gedacht haben, boah, Mensch, Ja. das. Also mir ist das auch immer ein bisschen sehr blumig, aber der ist tatsächlich so, ja. Bin ich voll bei dir.
Und ich finde, je länger ich rieche, desto mehr bekomme ich auch so eine leicht, ja, vegetale Note mit rein. Mich erinnert es ein bisschen an Tequila fast. Was an Tequila? Ja, Tequila Mezcal, also nicht dieses klassische Agavenaroma, sondern die, ja, wie soll ich sagen, wenn man in der Tequila-Destillerie steht, das hat so was minimal Säuerliches und den Geruch irgendwo zwischen Apfel und Paprika, so halb Gemüse, halb Obst. Der Frank hat auch gemeint, ihm gefällt der Kleinlisch sehr gut. Na, das ist ja schon mal, Der sind wir schon Frank mal zu ist viert. dabei auf Facebook. Jawohl, hallo Frank. Sehr schön. Gehen wir doch mal. Auf jeden Fall. Ich habe Lust. Fruit Explosion, so richtig, bam. Woran mich der erinnert? An den Iren. Ich finde, Ja. das hat so richtig was von Irish Palette, so Ananas-Weingummi. So dieses Ja. Truppi-Frutti von, ich sage jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob man da hier Keine Werbung. Truppi-Gummibärchen, ja. Fällt gerade nicht ein, wer das herstellt. Nicht, dass ich jetzt die falsche Marke sage. Hans Riegel Bonn, oder? Haribo. Könnte sein, ja. Ich glaube Haribo, ja. Ja, schon sehr fruchtig. Ah, oh, das setzt sich genauso fort wie in der Nase. Cool. Ja, es ist doch immer wieder erstaunlich, was man mit zwei komplett identischen Destillerien eigentlich machen kann. Ich meine, wenn man mal abgesehen von der Messtankgröße geht, dann die Brennanlagen von Brora und Klein Liesch sind exakt die gleichen eigentlich. Die wurden damals kopiert von der Stillform. Und auch das Maisch Rezept ist meines Wissens dasselbe. Und gelagert werden die Dinge immer noch bei Klein Liesch und gegenüber bei Brora. Also auch da wurde nichts verändert. Das heißt, das Einzige, woran die eigentlich wirklich drehen konnten, sage ich mal, ist die Gärung, die Fermentation. Komplett die gleichen Rohstoffe. Ja, das Malz, wie gesagt, wurde immer etwas stärker getorft für Brora als für Klein Wiesch, wobei die Malzlieferanten meines Wissens dieselben waren in den 80ern bis zur Schließung. Also 1983 wurde ja leider Gottes Brora stillgelegt, bis jetzt vor kurzem Diageo wieder welche Hand angelegt hat, die wieder herzurichten, war die wirklich also voll von Spinnweben und sehr, sehr traurig in ihrer Ecke gestanden, das Stillhaus. Und ja, wie gesagt, also nicht alles kommt ja durch den Rauch, sondern der Brora hatte ja einen deutlich schwereren Körper, auch hatte dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses Schmierfettartige, dieses Schiffsdiesel-Aroma drinnen. Ich vermute mal, ich weiß es nicht, ich habe da auch bisher über keinen, ich sag mal, Whisky-Fachmann, Historiker mehr Daten auftreiben können, dass man hier also vorrangig eine andere Hefe verwendet hat. Und dass die Gärung bei Brora Whiskys länger war als bei Klein Liesch. Das ist also für alle zur Info, die jetzt nicht so in dieser Hefetechnologie drinnen sind. Das ist eine gängige Methode, um schwerere, kräftigere und vor allem fruchtigere Aromen in ein Destillat reinzubringen, ist die Gärung hinauszuzögern. Also je länger ich quasi nach Beendigung der Alkoholbildung noch auf der Hefe liegen bleibt, das kennt man ja auch von Champagner und von Rum und so weiter, umso mehr
Zeit lasse ich also quasi den Hefezellen weitere Ester, weitere Aromastoffe auszuscheiden. Und die, wie soll ich sagen, die extremste Form wahrscheinlich dessen ist dann der jamaikanische Rum, wo man also teilweise 2-3 Wochen auf der Hefe bleibt, obwohl es eigentlich nur 2 Tage sein müssten. Und wo man dann wirklich diesen, ja, wie soll ich sagen, Fruchtkorb so übertreibt, dass es eigentlich schon fast wie ja, Huba-Buba-Tropik-Mix-Geschmack daherkommt. Der Ronny hat sich hier gleich wieder für den Geschmack vom kleinen Lisch begeistern können. Für einen 9-jährigen Whisky richtig gut. Passt zu warmem Sommerwetter. Absolut, das ist, finde ich, richtig Sommer hier im Glas. Ein Stückchen Wasser für den Kleinen. Der wird auch gut als Unterstützung für eine Fruchtbowle auch für eine Bowle sollst du keine schlechten Sachen nehmen, ist klar. Vielleicht als kleine Unterstützung geschmacklich. Es gab ja jetzt auch eine Reihe. Wer möchte, schaut mal auf unserem Channel auf YouTube, SMWS Silver Screen. Einige werden ja auch darüber zuschauen. Gab es eine Reihe jetzt mit einem Bartender aus Glasgow, wo wir also Drinks gepostet haben mit den jüngeren SMWS Whiskys. Da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten, also hier zu mixen. Und der hier wäre sicher eine ganz, ganz tolle Basis. Ich schaue jetzt gerade mal nach, ich muss mal ein bisschen spicken. Der erste natürlich auch, nicht nur weil er Power hat, sondern weil er auch preislich sehr, sehr angenehm liegt. Aber auch der hier liegt noch im Bereich unter, was sind es umgerechnet? Ich habe hier nur Pfundpreise für Mitglieder, so im Bereich um die 70 Euro. Ist, finde ich, eine sehr faire Nummer. Ein Single Cask wirklich. Also wenn man jetzt mal die Preisentwicklung der letzten Monate anschaut, sind Single Casks in dem Alter ja locker schon bei 90, 100 Euro. Und dann ist 70 Euro fair. Unabhängig. Ich weiß nicht, für was er jetzt effektiv im Release stand. Das kann immer ein bisschen schwanken. Da kommt natürlich noch die Steuer drauf, jetzt zusätzlich durch den Brexit, leider Gottes. Ich habe jetzt einfach nur mal den englischen Release-Preis in Euro umgerechnet. Ich habe hier zu dem Set die Pfundpreise hier gerade stehen. Das kann also immer von Land zu Land, je nachdem, in welcher Society ihr bestellt habt, Österreich, Deutschland, Schweiz, immer recht stark schwanken, je nach Landeszoll und Einfuhrregelungen und Gebühren. Genau, wer mehr erfahren möchte über die SMWS, der kann natürlich gerne auf die Seite von uns schauen, smws.de, beziehungsweise auch zu den englischen Kollegen.com oder auch mal, der Florian hat hier gerade auch einen Artikel gepostet auf Coffee, Whiskey and More zum Thema SMWS, wie funktioniert das mit den Codes, hier mal die Möglichkeit zum Nachlesen. Haben wir denn unter den Tastern Nicht-Mitglieder, die sich probeweise mal ein Tasting-Pack besorgt haben? Freue mich natürlich auch immer, wenn bei den Tastings Neueinsteiger mit dabei sind. Nicht nur die alten Hasen, die sich die Großflaschen holen wollen, sondern auch immer ein paar Newbies mit am Start sind. Wenn es wieder geht, kann ich wirklich auch die Vor-Ort-Tastings empfehlen. Wenn man dann, also online ist auch schön, doch. Aber wenn wir dann Florian mal live erleben werden, hier bei uns in München, wäre das schon ganz cool, weil die einfach unglaublich spannend sind. Die sind einfach, also Offline-Tastings, Vor-Ort-Tastings sind wesentlich chilliger. Man sitzt beieinander, man redet miteinander, jeder äußert so seine Gedanken. Und ich finde auch, dass bei Vor-Ort-Tastings die Leute sich mehr ihre Meinung sagen. Also das denke ich auch, ja. Also klar, in kleiner Gruppe äußert sich da deutlich einfacher als, ich sag mal, vielleicht auf Facebook oder so, wo jetzt die Möglichkeit besteht, dass ein Profi da dann kritisiert oder so.
Ich freue mich natürlich auch schon, wie du sagst, wieder auf die Präsenztestings. Ich möchte allerdings nicht nur irgendwie jetzt in Bars gehen, gerade über den Sommer und Tastings machen. Das werden wir natürlich trotzdem, sobald es geht, wieder jeden Monat mit dem Monatspackage tun. Aber ich bin gerade auch im Plan für alle aus dem Umland hier um München. Möchte ich auch jetzt in den nächsten Sommermonaten ein Picknick im Englischen Garten oder an der Isar organisieren, Sehr gut. wo wir wieder 3, 4 Flaschen mitbringen werden und man zu einem, ich sag mal, vielleicht sehr angenehmen Selbstkostenpreis von, ich denke mal, 10 bis 15 € dann hier in der Sonne in guter Gesellschaft seinen Whisky genießen kann. Da werde ich dann mit dabei sein, sofern es zeitlich geht. Das ist echt eine schöne Idee. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Das machen wir. Möchte noch ergänzen, der Fruit Market, da gibt es tatsächlich noch Flaschen bei uns in Deutschland zu einem sehr angenehmen Preis von 65 €. Da bin ich selbst 65 überrascht. Liter. Ja, bin ich Cool. überrascht. Das ist Ja, das hätte ich nicht gedacht beim Brexit. ja. Ist natürlich immer sehr schade, dass so etwas über unseren, wie soll ich sagen, über unseren Genuss steht. Aber ich habe gestern erfahren, ich war gestern mit guten Freunden einen Bourbon trinken und der liebe Wolfgang, an dieser Stelle Grüße an den Wolfgang Götz, zum Wolf. Und zum Little Wolf Barbecue und Bourbon hier in München. Ein wunderschönes Restaurant und Bar, wo man also ganz toll amerikanisch schlemmen, aber auch trinken kann. Und der ist ein wirklicher Bourbon-Nerd. Ich glaube, hat in seinem Lokal über 200 Flaschen Bourbon stehen zum Verkosten. Und der meinte gestern, ja, also er liest ja immer die Zeitung, wann man wieder nach Amerika reisen kann, sich tolle Bourbons holen. Und hat bei der Gelegenheit wohl gelesen, dass also es auf der Zielgeraden ist, eine Einigung zwischen den europäischen Ländern, vor allem auch mit Russland und den USA, sodass also die Strafzölle auf Bourbon, die Donald Trump eingeführt hat, bald fallen könnten. Also es gibt hier wohl eine europäische Einigkeit, das abzuschaffen, und der Joe Biden wäre wohl bereit, das in nächster Zeit fallen zu lassen, wenn der Konflikt also auch mit Russland sich da weiterhin so positiv entwickelt, dass da also keine europäischen Strafzölle mehr gibt. Das ist doch auch mal was Schönes. Vielleicht bekommen wir dann mal wieder einen Bourbon hier zum Tasten. Echten no News mit dem Brexit ist das endlich mal eine schöne News, ja. Sehr unterschätzt, trinkt mehr Bourbon. Genauso wie ich muss den Aufruf bei jedem Tasting immer machen. Ich finde es unglaublich wichtig. Liebe Whisky-Trinker, die gerne Sherry-Fässer oder Portweinfässer mögen, trinkt zwischenrein auch mal einen Sherry oder einen Portwein oder einen Madeira. Das schmeckt nicht nur großartig, ihr sichert euch damit auch qualitativ hochwertige Whiskys, weil gute Fässer geleert werden, in die dann noch besserer Whisky reinkommen kann. So, und jetzt wird's spannend. Lange Zeit habe ich immer mal wieder jetzt seit meinem Einstieg bei der Mulled Whisky Society vor knapp 5 Monaten immer wieder gehört, ja, auf den Tastings, da kommen vorwiegend junge Whiskys dran. Ich habe das mal hier revidiert mit einem 31-jährigen Whisky. 31-jährige Malt Whiskys sind natürlich sehr schwer zu fairem Preis zu bekommen. Aber der hier hat einen tollen Release-Preis, auch für einen Grain. Wir trinken jetzt einen Grain Whisky, nämlich den G817 oder G817. Nein, das hat nichts mit deutschem Schulsystem zu tun, G8, sondern in dem Fall ist die Grain Distillery Nummer 8, und zwar die Distillery Cambus. Also nicht nur ein alter Whisky, sondern auch eine Closed Distillery, die wir hier jetzt haben. Und er hat auch einen tollen Release-Preis hier gehabt, 115 Pfund, also ich denke mal so 130 €, was wird er gekostet haben. Wenn ich das mal vergleiche mit anderen Cambos, die so released wurden von Signatory, von Gordon McPhail und Co.,
Die liegen meistens schon im Bereich 190 bis 200. Also finde ich eine sehr faire Geschichte für das Alter. Und jetzt bin ich aber sehr gespannt, was der kann. Der heißt, ich blende euch wieder ein: Candles, Kumquats and Polished Oak. Also hier haben wir mal eine Tasting Note als Name. Schon wieder Candles. Und ja, Polished Oak ist natürlich immer ein, oder dieses leicht bittere ist natürlich immer ein typisches Aroma, das man mit Grains verbindet. Orange, ja, schauen wir mal. Es ist ein Ex-Bourbon-Fass. Das heißt, die Orange kommt, wenn dann tatsächlich aus der Umesterung, also aus der Lagerzeit, nicht aus dem Fass vermutlich. Das wäre dann eher eine Sherry-Aromatik. Und Candles. Ja, schauen wir mal, ob er wachsig ist oder rauchig, kerzenrauchig. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt einen Candles Kumquats in Polished Oak aus den Lowlands Refill Bourbon, 31 Jahre. Von 1989 und auch wieder mit einer Stärke von 60%. Warum mit einer Stärke von 60%? Nach der langen Zeit ist relativ simpel zu erklären. Natürlich nimmt genauso wie bei Malt Whiskys, auch bei Grain Whiskys, der Alkohol in der Regel über die Lagerzeit ab. Allerdings werden die Grain Whiskys oder wurden die historisch meist ein bisschen höher ins Fass gefüllt. Also die haben eh schon mehr Puffer. Und dann ist es oftmals so, dass man also hier nicht irgendwie diese klassischen Dunnage Warehouses oder relativ niedrige Warehouses benutzt hat, sondern Rack Warehouses, wie man in England sagt, also Lagerhäuser mit einem Regalsystem, die sehr, sehr hoch gebaut werden können, um einfach diese riesigen Mengen der Grain-Destillerien unterzubringen. Und da kann es also je nach Lage in diesem Lagerhaus sein, dass oben unter der Decke die Luft also dann so gesättigt ist, dass der Angel Share beinahe gegen Null geht und dann bleiben die also ewig lange Zeiten auf sehr hohen Alkoholstärken. Trotzdem, auch hier finde ich, ist der Alkohol natürlich schön eingebunden. Flo fragt gerade auf Facebook, wer ist denn hier ein Fan von Grain Whisky? Ich kann immer nur sagen, ja, ich bin absoluter Freund von Grain Whisky. Ich würde mich als Grainiac bezeichnen. Ich liebe die Dinger. Ich habe die damals kennengelernt, noch in einem meiner ersten Whisky-Jobs vor 5 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren Vertrieb gemacht, unter anderem mit den Produkten von Hunter Lane eben und später dann auch mit den Kollegen von Rossi & Rossi aus Italien, die da dazugekommen sind in meinen Dunstkreis. Und beide Abfüller, also sowohl Hunter Lane als auch Wilson & Morgan, Rossi & Rossi, haben also immer sehr, sehr stark alte Grains abgefüllt. Da gab es eigentlich jedes Jahr 3, 4 Releases und ich habe die alle irgendwie immer geliebt. Also auch preis-leistungsmäßig, wenn ich mir anschaue, da bekomme ich heute locker noch einen 40-jährigen Whisky für unter 52 Euro, wenn ich möchte. Das ist gut, ja. Ist auch, denke ich, finanziell eine Alternative. Also wenn man natürlich sagt, man möchte mal ältere Whiskys kennenlernen, dann ist man bei Grains einfach besser dran. Die sind natürlich geschmacklich anders, ne? Aber diesen Ja, wobei ich Einstieg. jetzt immer sagen muss, also ich kann die Abneigung vieler Menschen, mit denen man so spricht, immer nicht verstehen, die sagen, ja, das schmeckt so unterschiedlich, also ich kann partout keinen Grain trinken, das schmeckt da katastrophal. Also so weit weg vom Malt ist es dann, finde ich, auch wieder nicht. Also ich glaube, man muss einfach mehr als 2 Grains erstmal trinken und sich da reinfinden und ein bisschen dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben. Ich meine, 90% von euch werden sich daran erinnern, wie ihr erster Whisky geschmeckt hat. Wahrscheinlich grauenhaft. Ging mir genauso. Mein erster Scotch, den ich in meinem Leben getrunken habe, war Lagavulin 16.
Das hat Hat nicht nochmal das geschmeckt, Grauen. gedacht. Überhaupt nicht. Und dann habe ich ihn zweimal getrunken und dreimal und beim dritten Mal dachte ich mir so, hey, das hat was. Ja, ich hatte den Johnny Walker Red Label damals. außer Wirkungstrinken konnte man damals nicht so wirklich viel damit machen. Mittlerweile bin ich ehrlich gesagt ab und zu ganz froh, wenn du dann wirklich so einen leichten Blend im Glas hast und nicht viel anders. Aber der hier ist natürlich schon ganz anders. Der ist schon. Jetzt macht's Spaß. Ich weiß nicht, bist du irgendwie religiös? Nicht wirklich. Also ich bin sehr religiös aufgewachsen. Ich komme aus einem Klosterinternat. Aber ich habe mir nicht viel davon behalten, sage ich mal. Okay. Als Vergleich vielleicht, wer irgendwie in die Kirche geht oder so oder mal in die Kirche gegangen ist, wenn man diese alten Holzbänke vergleicht und da tropft so ein bisschen altes Kerzenwachs drauf, so ein bisschen, also so riecht er vielleicht Verrauchte auch. Also mexikanische Lokals. oder so, Ja, ja, genau. also die Kirche kenne ich sehr gut, wie man hinter mir sieht. Ich habe noch ein Hobby, nämlich Kirchenorgel spielen. Nicht nur Klavier und ja, kann mich da voll reindenken in den Weihrauch. Das ist ganz gigantisch da vorne mit dabei. Also Hier steht es auch gerade, läuft es unten durch. Buttery Fudge, also auch so dieses Butterscotch Fudge. Karamell, finde ich, ist hier ganz stark vertreten. Pencil richtig schön. Shavings, also so frisches Holz, so, als hätte man es gerade angehobelt. Ein wunderschöner Tropfen, finde ich. Jetzt muss er nur noch so schmecken, wie er riecht. Das stimmt. Kleiner Hinweis für alle, die Einsteiger in alte Grains sind. Bei alten Grains ist es tatsächlich, finde ich, so wie bei alten Single Malts auch und auch bei Sherry Malts. Ich finde, diese drei Kategorien müssen großschluckig getrunken werden. Es gibt diesen schönen Spruch von Paula Bosch, eine hochdotierte Sommeliere hier aus dem Bayerischen, die ich sehr, sehr ins Herz geschlossen habe über die Zeit. Die hat zum Thema Wein verkosten mal den schönen Satz gesagt: Nicht nippen, kippen. Und ja, traut euch mal einen größeren Schluck zu nehmen, auch wenn es kein billiger Whisky ist. Das Geschmackserlebnis ist es einfach wert. In diesem Sinne, Slanji. Und jetzt kommt in der Nase, finde ich, beim Trinken dieses. Ja, dieses schwere, fast schon an Nadelwald erinnernde Öl hoch, was, glaube ich, hier mit Polished Oak gemeint ist. Kennt ihr diese Oma-Möbel? Dieses dunkle, schwere, alte Holz, was schon fünfmal mit Naturtannenpolitur, mit dieser Beize nachbehandelt wurde, weil Oma ihren Lieblingsradioschrank einfach nicht hergeben möchte. Und in diesem Schrank standen jahrzehntelang Schnapsflaschen. Und egal, ob die Schnapsflaschen noch drin sind, wenn die Tür aufmachst, weißt genau, was los ist. Es ist immer dieser eine Geruch und so riecht das. Es ist Grain Whisky, ja. Das ist alter Grain oder ich finde, wer das auch oft hat, das sind so Refill Oloroso Fässer. Die haben das, finde ich, auch oft. Ja, Cabus Distillery, ich habe ein bisschen meine Stories vernachlässigt, was 1993 angeht. Cabus Distillery hat natürlich auch eine Historie mit 1993. Genau wie unsere erste Distille Balmenach wurde auch Cabus 1993 geschlossen, ist seitdem aber nicht mehr eröffnet worden und gilt deswegen als Closed Distillery, also bis heute nicht wieder betrieben worden. Nichtsdestotrotz gibt es noch Fässer, die dort auch in der Destillerie gelagert werden. Und auch die Gebäude stehen alle noch und sind nicht heruntergekommen. Da hat der Besitzer nämlich in den, ich glaube, 80er, 90er Jahren angefangen, eine Abfüllerei zu bauen für Whiskyflaschen. Und unter anderem steht dort auch eine große
Bottling Line für Fässer, wo also Whisky aus anderen Destillerien auf Fässer gezogen wird und dann in den ehemaligen Räumen von Cambus gelagert wird. Also Diageo hat diese Räume nicht verworfen, sondern die sind einfach nur umfunktioniert worden zu Lagern für Brennereien, wie man die quasi an ihre Kapazitätsgrenze kommen. Also ich habe hier auch deutlich diese intensiven Kumquats. Also das ist Ja, es ist nicht wirklich eine Orange, ne? Es ist schon dieses Bittere irgendwie. genau. Orange wäre zu fruchtig, zu Ich leicht, muss jetzt zu mal mild. eine Frage in die Runde stellen, wenn wir schon hier auch ein bisschen Zuschauer haben, ein bisschen Interaktion. Es gibt immer 2 Jahre, über die sich gestritten werden. Es gibt 2 Gründungsjahre, die man im Internet findet, wenn man auf verschiedene Blogs schaut, nämlich 1806 und 1836. Hat jemand eine Idee, warum es 2 Gründungsjahre von Cambus Distillery gibt? Immer eine ganz nette Geschichte. Beißt du dir gerade auf die Lippe? Also ich kann es dir nicht beantworten. Deswegen warte ich jetzt hier mal auf die anderen Teilnehmer. Schauen wir mal. Ich werde dem jetzt auf jeden Fall, das braucht definitiv kein Wasser, aber ich tue es jetzt trotzdem mal, einfach mal so 2, 3 Tröpfchen, mal gucken, was sich tut. Wasser hat ja 2 Funktionen beim Zugeben, nicht nur das Verdünnen. Beim Verdünnen können natürlich Aromen sich nicht mehr im Alkohol lösen und werden also an die Luft abgegeben. Das heißt, der Geruch kann sich durch das Zugeben verstärken. Wasser hat aber noch eine zweite Funktion. Mit der Zugabe des Wassers ändert sich da drin nicht nur die Konzentration an Alkohol, sondern auch der pH-Wert. Wasser hat dann, je nachdem, wo es aus der Quelle kommt, völlig unterschiedliche pH-Werte. Das heißt, auch wenn ich ein anderes Wasser verwende, werde ich wieder minimal einen anderen Geschmack bekommen. Aber mit dieser ganzen, wie soll ich sagen, Anregung der Chemie, also dass lösungstechnische Grundwerte geändert werden, passieren wieder Umesterungen. Ester sind keine stabilen Verbindungen, sondern die können in alkoholischer Lösung ständig zerfallen und wieder neu gebildet werden. Und so kann es also passieren, dass sich durch diese Wasserzugabe die Aromamoleküle rekombinieren teilweise und somit neue Aromen wieder hervortreten oder in den Vordergrund kommen. Oftmals ist das Süße, die verstärkt wird. Oftmals sind es Zitrus- und gelbe Fruchtaromen, die verstärkt werden. Das erwarte ich aber bei dem hier jetzt nicht. Da tut tatsächlich relativ wenig mit Wasser. Das ist jetzt so ein Whisky, wo ich jedem sagen würde, der nochmal probiert, tu lieber keins dazu. Also, der wird nicht besser mit Wasser. Oder anders. Schmeckt eigentlich wie vorher. Ja, die Frage beantwortet wurde nicht, muss ja auch nicht sein, dann löse ich es auf. Also, Cambus hatte ursprünglich mal keine Coffee Stills, sondern Cambus bestand ursprünglich aus einer Destillerie mit 2 Pot Stills und hat Single Malt produziert. Und 30 Jahre später, als die Coffee Stills populär wurden, 1836, hat man in diese Distillerie in Tullibody, also zum ersten oder als eine der frühesten Coffee Stills eingebaut. Die waren gerade frisch auf dem Vormarsch, sage ich mal, und hat angefangen, dort Grain zu produzieren. Durch so ein Single Malt von Cambus mal ziemlich interessant, aber auch wenn möglich absolut unerschwinglich, wenn der in irgendeiner Sammlung Ich glaube liegt. nicht, dass da was erhalten ist. Also da reden wir von über 150 Jahren, das wird schwierig. Irgendein privater Keller vielleicht. Schauen wir mal, ich weiß es nicht. Und wenn, ist die Nein. Frage, ob das Label oder die Aufschrift noch da sind. Ja.
Genau, deswegen gibt man also zwei Daten gerne mal an. Manchmal 1806, das ist die Gründung der Malt Distillery, und 1836 die Umstellung auf Grain oder der Wechsel auf Grain, in dessen Zug dann ja ein paar Jahre später eben die ersten nagelneuen Coffee Stills auch gekommen sind. Coffee Still wurde ja erst Mitte des 19. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt. Das darf man sich auch nicht vorstellen, wie die Coffee Still, die von Mr. Coffee aus Irland erfunden wurde, sondern das waren die sogenannten Lowman Stills, die man damals verwendet hat. Also einfach so eine Art Pot Still mit Schikane. Ihr könnt übrigens von Glück reden, dass wir so viel Whisky von denen haben. Die Brennerei wäre nämlich beinahe in den 20er Jahren mal abgebrannt. Glücklicherweise ist tatsächlich nur das Stillhaus, das Malthaus und das Büro abgebrannt. Und ausgerechnet, man weiß nicht, ob Gott Schotte ist, ausgerechnet das Lagerhaus ist das Einzige, was stehen geblieben ist. Also entweder man hat gut brandschutztechnisch gebaut oder man hatte einfach Glück. Hauptsache, sie existieren noch. Genau. Ja, also ich muss sagen, mir macht diese April-Turnout großen Spaß. Ist eine schöne Auswahl, ja. Bisher ist mein Favorit aber der Fruit Market und mich würde mal interessieren, wie das bei den anderen Teilnehmern ist. Was ist euer bisheriger Favorit? Campus? Kleinlisch oder was war die erste Brennerei? Balmenach hatten wir noch. Balminach, genau. Also die 48, die 8 G8 oder die 26. 26, 26. Also sehr unterschiedlich und das ist schön. Was ist denn bisher dein Favorit? Mein Favorit. Ah, ich muss mich anschließen und den Kleinlisch nehmen. Also ausnehmend gutes Teil. Das ist definitiv sowas, wo ich morgen früh eine E-Mail schreiben werde, ob wir noch eine Flasche bekommen können. Verständlich. Der Frank Ja, sagt, der Frank ist 26, auch bei der 26. genau. Cool. Ja, absolut. Das ist einer, von dem ich echt nicht erwartet hätte, dass es so daherkommt. Wahnsinn. Ja, jetzt wird's stark. Wir haben da mal was vorbereitet, und zwar einen 82, nämlich die 8231. Ihr seht schon, von der Destillerie haben wir nicht so viel gebottelt bisher. Das liegt daran, dass es auch eine eher unbekannte Brennerei ist. Mit fast 62%. Mit fast 62%. Wird auch die erste Abfüllung von der Brennerei sein, die ich heute probiere. Also ich habe Genau. von der Brennerei wirklich noch nie was probiert. Und da muss ich jetzt, glaube ich, was dazu sagen. Nämlich, genau, wer die Tasting Note Bogen sich ausgedruckt hat dazu von den Society-Mitgliedern, oder in die Bestellliste guckt, da steht versehentlich 13 Jahre. Es ist ein Neunjähriger. Also das Etikett hier und die Angabe auf unseren Tasting Cards, die ist richtig. Das war wohl ein Tippfehler beim Erstellen dieser Corona-Testing Packages, das in dem beigelegten oder zugehörigen Online-PDF, also hier versehentlich 13 drin steht. 61,9 Volumenprozent. Ich blende es euch nochmal ein. Wie gesagt, 9 Jahre, destilliert 2011 aus einem Second Fill Bourbon Cask. Und der heißt Give Free Rein to Imagination. Schauen wir mal, ob unsere Imagination, unsere, wie soll ich sagen, Vorstellungskraft hier tanzt. Schwierig bei dem Wetter, bei den verschwitzten Händen die Flaschen aufzumachen.
hält einer zu. Ich muss zugeben, ich bin ja generell eigentlich nicht so Fan von Plastik. Aber nachdem ich bei einigen Online-Tastings teilweise demolierte Flaschen bekommen habe, und es waren Glasflaschen, ist es eigentlich für Online-Tastings sinnvoller. Ja, also es hat zwei Gründe, warum wir Plastikflaschen verwenden. Auch um hier gleich mal zu sagen, da könnte man natürlich auch jetzt argumentieren, das ist nicht umweltfreundlich im Vergleich zu Glas. Gut, sind Kleinstmengen, sage ich mal. Es hat aber zwei gute Gründe. Zum einen, wie du sagst, Transportschäden. Die Samples werden nicht in Deutschland abgefüllt, sondern für alle Länder zusammen in Schottland. Das heißt, die müssen einen Schiffstransport überleben. Deswegen sind die in Kunststoff zum einen. Und zum anderen hat es noch einen Grund. Ihr merkt, wenn ihr das Sample Package mal gekauft habt, da sind so Sprengringe rum. Die sind bei Kunststoffflaschen üblich, bei Glasflaschen sind die relativ spärlich, sage ich mal, oder relativ unsicher. Und das hat einfach, wenn wir von einem Land ins andere transportieren, auch damit zu tun, dass wir hier mit dem Sprengring lebensmittelhygienische Sicherheitsschleuse eingebaut haben, HACCP-technisch. Das heißt, wir können garantieren, dass die also nicht verändert, geöffnet oder irgendwie verunreinigt werden können auf dem Transportweg. Also das ist eine Sicherheit, die wir hier bewusst zum Kundenschutz einbauen. Gut, ja. Kann ich übrigens auch allen kleinen privaten Tasting-Veranstaltern nur raten, nehmt die paar Cent in die Hand und verwendet Flaschen mit Sprengringsystem oder mit einem Berstringsystem. Ich hatte vor kurzem erst Kontakt mit jemand, der hier also wieder rechtliche Probleme hatte, weil also jemand gesagt hat, der Inhalt stimmt quasi nicht mit dem überein. Da muss jemand das ausgetauscht haben auf dem Transportweg. So kann man das also ganz toll ausschließen. Give free rein to the imagination. Lasst uns mal reinriechen und ich zeige euch auch wieder, was unser Tasting Panel damals beim Aussuchen der Flasche in Schottland geschrieben hat. Bonawachs wird hier erwähnt. Ja, genau. Ölgemälde und Bonawachs. Kombiniert mit ganz viel Apfel. Ja, richtig Apfelkompott. So, ja, das heißt, ist so ein bisschen gekocht, ne? Ja. Und auch hier, finde ich, merkt man die 62% in der Nase eigentlich gar nicht. Zwar auch nicht so ganz in die Galerie, aber ich finde, da ist so ein bisschen so eine Sahnehaube mit dabei. So Ja, so ein bisschen was Cremiges. genau, nicht so Milchschaum auf Cappuccino, sondern eher so diese cremige Sahne. So Vanilleeisartig vielleicht. Aha. Also quasi ein Eisbecher in der Galerie. Ein Eisbecher in der Galerie mit Obst oben drauf. Beeren. So Himbeer, Brombeer. Ja, Glencairn kennen wahrscheinlich wenige so wirklich als Single Malt, wird auch nicht allzu viel abgefüllt. Wenn es als Single Malt auftaucht, dann auch oftmals nicht unter dem Eigennamen Glencairn, sondern unter dem Eigennamen des Besitzers, nämlich Angus Dundee Distillers. Die haben auch eine eigene, wie soll ich sagen, eine eigene Independent Bottling Line im Unternehmen. Die nennen sich McKillop's Choice. Und da tauchen recht oft tatsächlich Glencairns auf. Wer auch viel Cadam abfüllt, sind die Langs unter anderem. Gibt auch, glaube ich, nur zwei offizielle Abfüllungen. Ein 11, nee, doch aktuell einen 11 und einen 10 und einen 13-jährigen. Zwei aktuelle, ja. Es gibt historisch noch ein paar andere. Es gab mal ein über 20-jähriges OB und es gab meines Wissens auch mal eine Zeit lang ein Standard-10er. Aber wirklich populär waren die Single Malts nicht von Originalabfüllern dort.
Also auch Angus Dundee, ein Nachfolger eines, wie soll ich sagen, eines von mir heißgeliebten Blenders. Das ist mein Lieblingsblended Whisky. Der Stewards of Dundee Cream of the Barley Deluxe. Gibt es auch noch eine simplere Version mit einem weißen Label davon. Ist ein Blended Whisky, der produziert wurde Mitte der 50er bis Ende der 70er. Und der hat also als einen der beiden Lead Malt die eigene dann die Hausbrennerei drinnen gehabt, nämlich Glencadam. Der zweite Lead Malt, da muss man sich ein bisschen einlesen, das verrate ich jetzt auch nicht, ist eine legendäre Speyside-Distillerie, die normalerweise richtig, richtig teuer ist, die aber in diesen Stewards of Dundee Blends immer sehr, sehr gerne drin war. Da kann jetzt jeder mal ein bisschen recherchieren und schauen, ob er rausfindet, welche der berühmten großen Speyside-Brennereien eine Beziehung zum Haus Angus Dundee hatte. Übrigens wurde die Distillerie tatsächlich sehr, sehr stark technisiert in den letzten Jahren. Also seit Angus da übernommen hat, 2002, 3, glaube ich, haben die da richtig Kohle reingesteckt. Und das ist also zusammen mit Alter Bane eine dieser, wie soll ich sagen, nicht mehr besonders visitor attraktiven Destillen, die aber einen sehr, sehr großen Vorteil bieten, abgesehen vom Warehousing, also den ganzen Produktionsprozess von Mash-in, von Mash-tun bis Fassabfüllung kann in diesen Destillerien also theoretisch eine Person vom Computer aus machen. Einer. Natürlich, ist natürlich mit der Magie der Whisky-Genießer nicht mehr so vereinbar. Genau. Ja. Aber es ist theoretisch möglich. Also es gibt ja noch ein paar Brennereien, die mittlerweile automatisierte Maisch- und Gärhäuser haben. Die meisten haben aber eigentlich nur den Maisbottich automatisiert und dann das Stillhouse getrennt. Hier ist die komplette Warmproduktion ist tatsächlich automatisiert. Und auch die Gärzeiten sind sehr, sehr abenteuerlich. Also wer dort mal war, da, wenn man in den Gärbottich runterschaut, das schaut aus, als würde eine Suppe kochen. So viel Kohlensäure kommt da hoch. Das sind also wirklich große Gärbottiche, was die Jungs haben. Und die haben eine Vergärungszeit von 48 bis 50 Stunden. Das ist schon sehr, sehr schnell. Hefe wird bei Raumtemperatur gefahren, teilweise sogar höher. 25, 27 Grad lässt man die kommen. Und bei so hohen Temperaturen produziert die natürlich auch ein ganz anderes Aromenspektrum, als wenn man eine langsame Gärung fährt. Was halt typisch ist eben dann für solche Hochleistungsbrennereien. Äußerst interessante Aromatik, finde ich. Hat so auch so ein bisschen, obwohl es kein Sherryfass ist, so diese Masala, Rosinentöne mit drin, so ein bisschen. Was Wenn eigentlich man ja kein typisches Bourbonfass ja. ist von Aromatik. Kommt diesmal nicht vom Fass. Rosine kann immer zwei Ursprünge haben. Wieder für die Chemiker und Fermentationsfachleute unter uns. Rosinenaromen können zwei Herkünfte haben. Einmal eben aus der Gärung, also besonders warme oder besonders, ja, wie soll ich sagen, ungezähmte Gärung kann dafür sorgen. Auf der anderen Seite kann es noch einen zweiten Ursprung haben, nämlich der Botrytis-Pilz. Das Problem hatte zum Beispiel die Brennerei Springbank mal ein paar Monate, Jahre lang. Wie kommt der her? Also das ist, wenn man quasi die Fässer vom Sherry oder vom Süßwein in Frankreich kauft und die nicht ordentlich gekühlt transportiert, dann kann also in der Zeit der Botrytis-Pilz im Fass wieder anwachsen, der auf diesen Süßweinen lebt. Und dann kann es also sein, dass sich der vom Restzucker im Holz ernährt, in den Fässern oder vom Rest Süßwein, der da noch drin ist, und dann auch solche Rosinenaromen in den Whisky macht. Ganz berühmte Abfüllung, Olden Rare, 17 Jahre Springbank von, was ist denn das? Ich glaube 97. Der hatte das mal.
So, der Roland Mückstein meldet sich hier und schließt sich an und meint, Whisky 1 bis 4 haben nichts geändert, die 26 ist immer noch der globale Favorit. Der Ja, bügelt aber auch alles nieder. der bügelt alles nieder, wobei mir auch der hier gut gefällt. Also da habe ich jetzt auch gerade sehr Spaß. Ich habe bloß ein bisschen, wie soll ich sagen, Bammel, den jetzt zu trinken, weil der hat schon ordentlich Power. Aber ich traue mich jetzt. Cheers. Blanche. Weich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay. Cremig. Cremig, rund, aber recht entspannt für die Alkoholstärke. Schärfe, bisschen Schärfe, ein bisschen Ingwer hast du drin. Ja. Und ich finde, es ist auch wieder dieser Kumquat so ein bisschen da, wie bei dem Grain vorher. So diese Bitter-Orangen-Geschichte. Geht schon ein bisschen Richtung Grapefruit, oder? Ja, sehr, sehr herb, auf jeden Fall. Die Larissa Katharin schreibt gerade, schmecken 4 und Nummer 2 am besten, also Glencadam und der Fruit Market mal wieder. Der Fruit Market macht heute das Rennen, habe ich so das Gefühl. Also mir gefällt er jetzt auch. Ich bin immer noch beim Food Market, aber der hier ist, der ist, also ist ja mein erster Glencadam, aber der ist lecker. Dein erster Kettle? Ja. Ach cool. Sehr schön, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber. Ja, da war ich bisher irgendwie, habe ich mich nicht so ein bisschen hingetraut. Gibt ja genug anderes. Ja, wie gesagt, die ist ja auch nicht allzu präsent, sag ich mal, die Kette. Machen jetzt aber seit ein paar Monaten stark Werbung auf Instagram und Facebook, also die geben irgendwie Vollgas gerade. Die haben immer schon Gas gegeben die letzten Jahre. Also wie gesagt, 2003 wieder eröffnet, 2003 Ende des Jahres digitalisiert auf automatische Produktion. Und seitdem haben die tatsächlich 24/7 durchproduziert von Montag bis Freitag. Sportlich. Also das ist eine richtige Power Distillery geworden. Die haben auch mittlerweile weit mehr Fässer, als sie, wie soll ich sagen, einlagern können und lagern auch extern. Haben richtig, richtig Stoff gemacht und produzieren Unmengen an Sprit. Und ich finde sehr schönen Stoff. Also schade, dass man davon so wenig als Single Malt bekommt. Ich würde gerne mehr Single Malt Kettle kaufen. Finde ich. Ältere aus anderen Fässern wäre schon schön. Ja. Aber Bourbon ist halt immer schön ehrlich, Ex-Bourbon. Ja, gerade wenn ich, muss ich auch ehrlich sagen, wenn ich was zum ersten Mal tatsächlich trinke mit Destille, dann möchte ich eigentlich auch immer was Bourbonfass. Genau. Nicht zu alt, optimalerweise. Klar, bei geschlossenen Destillerien wird es schwierig, dass man halt auch ein bisschen die Brennerei kennenlernt und wie sie so drauf ist. Wenn es dann noch geht, irgendwo, wenn die Brennerei geöffnet hat, eine New Make, finde ich immer ganz spannend, dass du einfach hier so mal ein bisschen die Standard-Range vor dich hinstellst. Meinetwegen auch über Flaschenteilung, Samples, was auch immer. Weil alle Flaschen dann gleich hinstellen, ist ein bisschen teuer. Am Ende schmeckt es ja gar nicht und dann stehst du da. Und wenn es geht, dann eine New Make dazu. Also ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe bei einer Brennerei gefragt. Da wussten die vom Block auch gar nichts. Ist auch manchmal besser so. Und dann haben die auch gesagt, klar, wir schicken dir New Make vorbei, zahl das Porto, schick mir dir einfach mal ein Sämpelchen vorbei, dann kannst du es ausprobieren. Jetzt mit dem Brexit natürlich ein bisschen schwerer. Aber wenn man in den Brennereien ist, einfach mal hingehen, sagen, hey, könnte ich mal probieren? Da sagt eigentlich keiner nein. Und dann hat man mal so wirklich den Vergleich. Was ist vor dem Fass da? Ja, die meisten, also wenn es nicht gerade irgendwie eine Vorgabe vom Chef gibt, drücken das sehr, sehr gerne raus, wie du sagst. Es bietet auch einen großen Vorteil für die Destillerie. Es ist das Günstigste, was du als Verkostung einfordern kannst. Viele davon, muss man aber ehrlich sagen, schmecken grauenhaft. Also lass die Finger zum Beispiel von, wie heißt das Zeug?
Tullibarden New Make zum Beispiel schmeckt, nee. Lajack New Make auch nicht besonders geil, schmeckt so ein bisschen wie ein schlecht gemachter Agricole rum. Was ich auch nie besonders schön fand, war Bonehaven New Make zum Beispiel. Aber es gibt welche, die sind großartig, die würde ich sofort meiner Familie hier in Bayern als Obstler mitbringen. Allen voran das Glenfiddich und das Glenmorangie New Make. Okay. Also Erste von dem Tomaten ist Apfelbrand Tomaten. nicht weg. Stimmt, Glenfiddich natürlich Birnenbrand in die Richtung. Ja, und Glenmorangie Green Apple Juice vom Feinsten. Nee, den hatte ich jetzt auch noch nicht. Hervorragend, kann ich nur empfehlen. Wer mal in Glasgow ist, einfach mal bei der Clydeside vorbeischauen. Da kann man sogar ein 200 ml Fläschchen kaufen, der ist auch sehr lecker. Die haben jetzt noch keinen Whisky, also nicht offiziell. Und da kann man auch mal ein bisschen in die Richtung gehen. Der ist auch sehr, sehr lecker. Also. Wolfburn zum Beispiel füllt auch sein New Make-up. Kann man auch was bekommen. Genau. Sehr schön. Ja, ein durchwegs gelungenes Fässchen, finde ich. Definitiv. Magst du uns noch ein bisschen erzählen, ob das Richtung Hausstil Adam geht? Boah, Also da ob tue ich jetzt du. selbst ich mir schwer. Also ich glaube, auch mein Glencairn-Konsum beschränkt sich auf vielleicht 6 oder 7 Expressionen, die ich bisher hatte. Ich finde, es ist sehr schwer, selbst bei mehreren, die ich jetzt schon verkostet habe, ein Hausstil auszumachen. Ich habe natürlich heute wieder in meine Aufzeichnungen geschaut, bevor ich hier in den Livestream gegangen bin. Aber bisher konnte ich keinen reinen Hausstil ausmachen, muss ich ehrlich sagen. Also was halt typisch für Kerem ist, wie gesagt, wir reden über eine Destille, die sehr kurz, sehr Hochtemperatur fermentiert, ist, dass sie eben diese roten, fast schon traubenartige Frucht haben, die aber nicht eben, merkt man ja auch bei dem wieder, aus dem Fass kommt, sondern auch die Bourbonfass gelagerten haben das. Nachdem das in verschiedenen Jahrgängen auftritt, ist das für mich auch eben keine Infektion mit irgendwelchen Gärpilzen, gäraktiven Hefen oder so, sondern ich würde mal sagen, das könnte Teil des Hausaromas sein, ja. Aber viel mehr würde ich mich da jetzt nicht festlegen wollen, weil, wie gesagt, nach 6, 7 Drams ist es immer noch so ein bisschen schwierig zu sagen, welche Aromen gehören da jetzt wirklich dazu. Aber Also gefällt dir normalerweise habe ich die Brennereien, wo ich mir sicher bin, was für mich so der Hausstil ausmacht. Da habe ich Minimum 30, 40 Releases getrunken. Außer so eindeutige Dinge wie Bowmore. Ich meine, Bowmore wegzuerkennen, da braucht man 2 oder 3 Mal einen Schluck. Dann weiß man, was es ist. Und dann wird man es immer wieder erkennen. Ein bisschen Kaffee hinten raus. Fast schon so Espresso-artig. Aber eher so ein bisschen, ich weiß, da kommt jetzt wieder der Espresso-Fan durch, so ein bisschen die helleren Bohnen. Also nicht Hellere so Bohne auf jeden Fall. Ja. dunkel geröstet, relativ hell. Gut. Eher so in diese Milchschoko-Geschichte rein. Genau. Ja. Wenn ihr über Kaffee lesen wollt, er ist ein großartiger Kaffeefan, Kaffeemacher, Espresso-Nerd und ich lese immer sehr, sehr gerne seine Kaffeeartikel, auch wenn ich selber keinen Kaffee trinke, weil ich halt als studierter Lebensmitteltechnologe, Getränketechnologe mich sehr viel mit diesem Getränk befassen durfte, auch wenn ich selber eigentlich nicht konsumiere. Ist genauso eine Leidenschaft wie Whisky. Ich trinke es halt ganz gern auch mal nach dem Essen statt einem Schnäpschen, wie man hier in Bayern immer sagt, ein Schnäpschen ist immer gut für die Verdauung. Naja, der Espresso wirkt da wesentlich angenehmer. Ah, das denke ich auch. Doch. Ja, kein Tasting ohne einen Peated Whisky bei der Society bisher. Außer das Cognac und das Rum-Tasting natürlich.
Und auch heute haben wir natürlich einen Peated Whisky mit am Start bei unserem Tasting Kit. Allerdings, kleine Vorwarnung, es ist kein Islay Whisky. Wir haben eine 42 und zwar eine schöne, ja, so ein bisschen schnapsige Zahl, 42, 52. Und das ist ein, da muss man jetzt ein bisschen was dazu erklären, es gibt ja einige Brennereien, die Peated und Unpeated Whisky produzieren. Und die haben dann bei der Society teilweise zwei Zahlen. Das heißt, da müsst ihr dann immer genauer drauf achten, ist es die Peated-Version oder die Unpeated-Version. Es kann sein, dass es unterschiedliche Nummern sind, weil die Distillerie eben unter zwei Namen produziert. Das heißt, Springbank, die noch einen Long Row produzieren, sei es, wen gibt es denn noch, der doppelt produziert? Tomaten produziert doppelt, ich weiß aber nicht, ob... Marken, ja. Die haben auch sind die auch bei der SMWS? Es gibt eine Nummer für Tomaten, ja. Okay, gut. Also ich hatte schon SMWS-Tomaten im Glas, ja. Und unter anderem eben eine der berühmtesten. Ah, Bonnehaven hat mir gefehlt. Bonnehaven produziert doppelt und auch diese Destille, nämlich Tobermory. Und hier haben wir jetzt eben keinen Tobermory, sondern einen Legic. Legic, ursprünglich der Name der Distillerie, später Tobermory, ist heute der Eigenname für Peated Legic, für Peated Tobermory. Das heißt, wir haben also hier gleiche Stills, gleiche Fermentation, nur getorftes Malz. Und der wird gerne auch mal so ein bisschen scherzhaft unter Whisky-Trinkern bezeichnet als der Lagerwullen des, Lagerwullen sage ich, der Kalila des Festlands, weil er auch immer so ein bisschen diesen sehr klaren, phenolisch-moosigen Rauch hat. Lagerwullen nicht natürlich, viel zu powerful. Wood smoke through a porthole, also Rauch durch, Holzrauch durch eine, wie sagt man denn da, eine Schiffsluke. Ich blende euch mal die Kennzahlen dazu ein. Ex-Bourbon Fass Refill Second. 13 Jahre, hier gehört die 13 hin, Distill 2007 und 58,3 Volumenprozent. Das ist unser Legic hier jetzt zum Abschluss. Auch wieder schön Ex-Bourbon Cask. Auch wieder Ex-Bourbon, genau, wir haben heute tatsächlich eine reine Bourbon-Runde. Und natürlich gibt es auch hier wieder einen, wie soll ich sagen, ein Bezug zu 1993. Ich muss das jetzt einfach als roten Faden durchziehen, entschuldige. Nämlich der letzte Besitzer, der bis heute quasi aktiv ist, ist Bird Stewart Distillers und die haben 1993 übernommen. Ist das schon so lange her? Ja. Wow. Also das erste Jahr, wo die eingestiegen sind, die wurden ja dann auch wieder aufgekauft und aufgekauft und aufgekauft. Aber das erste Mal quasi ein Geschäft mit Bernd Stewart bezüglich der Destille wurde gemacht, 93. Brennerei hatte tatsächlich davor sehr, sehr seltsame Besitzer. Ich muss jetzt gerade spicken, wann wurde sie gegründet? 1798. 1798 gegründet. Und dazwischen hatte sie seltsame Besitzer, zum Beispiel unter anderem eine Reederei aus Liverpool. Dann DCL, also Distillery Company Limited, war mal Besitzer und ich meine sogar ein Rohstoffgroßhändler oder so mal. Also da waren mehrere Leute beteiligt, unter anderem eben eine Schiffsreederei, die eigentlich überhaupt nichts mit Whisky zu tun haben. Hauptsache einfach mal aufkaufen. Die funny difference jetzt zu Glencadam davor ist, Glencadam ist wirklich was Besonderes. Legic wurde wie viele Destillerien aufgekauft, weil man sie geschlossen hat, weil sie nicht genug Nachfrage hatte. Glencadam wurde tatsächlich teilweise geschlossen, weil sie so überproduziert haben manche Jahre, dass man nicht mehr wusste, wohin mit dem Whisky. Also hat man sie ein Jahr zugemacht, damit sie nicht so viele Lagerhäuser bauen mussten. Also es gibt auch hier immer ein paar abenteuerliche Ausreißer. Die Gebäude tatsächlich bei Legic, die muss man unbedingt mal gesehen haben, finde ich, die sind original, teilweise noch aus 1840. Wirklich tolle historische Brennerei, sehr, sehr sehenswert.
ist auch immer sehr faszinierend, wenn man Brennereitouren macht, also auf der Isle of Mull, wo Tobermory und Ledjack produziert werden, war ich jetzt selber noch nicht, aber möchte ich unbedingt noch hin. Also scheint auch optisch sehr schön zu sein. Die Brennereitouren, also wenn man da mal mit den Guides zu sprechen kommt, die schon länger in der Brennerei arbeiten oder vielleicht sogar mitbrennen, ist ja auch ab und zu so, die erzählen Geschichten, das ist gigantisch. Also da erfährt man dann so viele Sachen, die jetzt der Flo heute alles erzählt hat. Und das unbedingt merken. Also unbedingt mitmachen, nicht nur einfach reingehen, auf mit einem Tasting zusammen, vielleicht auch ein Tasting im Warehouse, wo man dann an die spannenderen Geschichten hinkommt. Und unbedingt vorher buchen. Also, Genau. das ist, sonst kommt man da gar nicht hin. Jetzt muss ich die Frage umgekehrt stellen. Bist du eigentlich religiös? Ich ja. Also, Ja. jetzt im Moment bin ich so ein bisschen zwiegespalten mit den ganzen, also ich bin katholisch und mit den Ich auch. ganzen, ich weiß ja, du spielst Orgel, ich spiele ab und zu in der Kirche Trompete tatsächlich, in letzter Zeit relativ wenig. Zum Glauben her bin ich ein bisschen kritisch gerade eingestellt zum Thema katholische Kirche. Da muss sich jeder seine eigenen Gedanken zu machen. Ich bin tatsächlich noch gläubig, ich bin auch weiterhin in der katholischen Kirche. Ich zahle Kirchensteuer, ich bin ganz brav. Aber man muss sich ab und zu vielleicht doch mal ein bisschen kritisch mit seinem Glauben auseinandersetzen. Was läuft da so? Was ist in Ordnung? Was ist nicht in Ordnung? An was man glaubt, ist völlig egal. Selbst wenn man nur an Whisky glaubt, es ist auch was Schönes. Hauptsache, man hat einen Glauben. Das ist für mich wichtig. Egal Das an wird was man jetzt glaubt. einen guten Freund sehr freuen, den Wolfgang Rothe, unseren lieben Whisky-Pfarrer. Stimmt. Genau, also Spiritualität geht auch im Glas, zum einen. Zum anderen, warum frage ich zurück? Auch ich habe wieder einen schönen Bezug zum Whisky. Und zwar wieder ein kleines Ratespiel, nämlich was bedeutet das Wort, gälische Wort Ledjack übersetzt ins Englische oder ins Deutsche? So. Wer mag denn dazu was sagen? Hat nämlich tatsächlich einen religiösen Zusammenhang. Also Ja. ursprünglich sind es zwei Wörter. Man muss immer viele Wörter, die man aus der schottischen Whisky-Szene aufschlüsseln möchte, teilen. Also zum Beispiel auch Lagavulin ist nicht ein Wort, sondern im Original Lagmühlen. Mühlen klingt schon fast wie im Deutschen. Ja, das bedeutet zum Beispiel Mühle. Da stand wohl früher mal eine Mühle an dieser Mündung, an diesem Bachlauf. Und Ledjack ist tatsächlich auch, sind eigentlich zwei Wörter, Ledjack, und bedeutet übersetzt sicherer Himmel. Sicherer Himmel, schön. Klingt so ein bisschen wie aus so einem baptistischen Gottesdienst, die Safe Haven Distillery. Genau. So, was sagen wir zum Geschmack? Bin gespannt. Also, ich finde der Rauch nicht so dominant wie bei anderen Ledjacks. Er ist zurückhaltend, ja. Er ist Sehr relativ brav. zurückhaltend. Sehr sommerlich, finde ich. Extrem zitruslastig. Den würde ich jetzt zu einem, also vom Geruch her würde ich den zu einem bärigen Sorbet servieren, also als Dessert-Whisky. Florian hier direkt zum Sommelier und gibt eine Food-Empfehlung. Kann ich aber mich voll anschließen. Ja, passt mir genauso rein in den Kram. Ist wirklich schön. Super schöner Dram. Sehr, sehr leicht, sehr, sehr entspannt. Auch ein bisschen weniger Alkohol zum Schluss. Für einen 13-Jährigen finde ich auch wieder ein fairer Preis hier tatsächlich. Also der wurde jetzt um die 70, knapp unter 70 Pfund released. Weiß nicht, wo er genau in Deutschland dann wieder liegt. Wahrscheinlich ein bisschen höher. Aber auch unter den 100 Euro für einen Single Cask Dram in Fassstärke 13 Jahre finde ich eine schöne Nummer. Vor allem bei Ledgec. Die sind ja auch immer relativ. Und es war tatsächlich ein sehr volles Fass. Also, ich habe mir hier notiert 275 Flaschen, obwohl es ein Bourbon Hogshead war. Wenig Angel Share. Nicht wenig und trotzdem, wow, 58,3% trotzdem noch ganz gut. Bei der Stange.
Schauen wir doch mal, was er, ob es ihn überhaupt noch gibt. Er ist schon verkauft. Er ist schon abverkauft. Also Okay. in Ja, wie Deutschland. gesagt, das Tasting Package wurde aufgrund Corona früher verkauft, als es getrunken wird. Das ist ja eigentlich das Tasting Package, das schon vor einem Monat, gut einem Monat released wurde. Dementsprechend danach kam dieses Package hier, das Tasting, das Festival Package im Mai, das etwas dunklere mit den, Entschuldigung, Islay und Speyside Festival Bottlings. Du hast es, glaube ich, auch bekommen, versehentlich. Genau. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich habe es letzte Woche noch verkostet. Ich fand es großartig. Ich hatte sehr, sehr viel Freude auch an den Weinfässern. Die Weinfässer sind sehr, fällt mir auch wirklich gut, was ich bisher von der SMWS zu Hause habe. Weinfässer. Das ist schön. Ja, der Wein ist immer so ein bisschen unterschätzt. Der Einzige, der sich da so wirklich reingehängt hat in den letzten Jahren in diesen neuen Trend, neben, klar, neben Dr. Bill Lumsden, der ja immer mal wieder mit Glenmorangie Wein-Releases gebracht hat. Aber es gab einen, der sich da wirklich reingefuchst hat, weil er aus der Branche kommt. Das ist natürlich der, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, nicht der Jim McEwan, sondern der andere damalige Übernahme Chef von Bruichladdich. Ah, mir fällt gerade der Vorname nicht ein. Ah, wie heißt er denn? Fragst du mich was? Ich weiß aber, wen du meinst. Mir Du fällt weißt, aber wen ich nicht. meine, Mir fällt ne? aber Aber nicht er ist ein. ein relativ großer, stattlicher Typ. Ha, wenn mir der Name jetzt wieder einfallen würde. Vielleicht kann ja jemand im Chat helfen. Wie hieß der andere Kollege, der damals beim Aufkauf von Bruichladdich dabei war, am Ende der 90er? Wahnsinn, die Fragen Und würde. gemeinsam mit Jim McEwan die Destille wieder groß gemacht hat. Der kommt nämlich ursprünglich aus dem Weingroßhandel und hat also hier viele Weinfässer. Eben auch teurere Weingüter dann explizit und gezielt nach zu Bruichladdich geholt. Das Problem ist, ich habe vom letzten Islay-Trip noch sein Gesicht vor mir und sehe noch genau, wie er da steht, und der Name ist weg. If you're listening to this, I'm very sorry. Kann passieren. Das My name sagt is man gone. so. Nee, also, was wollte ich sagen? Also, er ist doch noch verfügbar. Ich habe vorhin auf die UK-Seite geschaut. Da war er natürlich schon out of stock. 77 Euro. Super. Also, Ja. trotz Brexit. Also, ich bin überrascht. Sehr, sehr schön. Marc Rainier, Dankeschön. Marc René, genau. Marc. Marc was? Marc René. Der war damals, also mit, oder der Schuldige, dass bei Bruichladdich so viele Weinfass-Releases gab, seien es die Single-Cask-Geschichten da um die 30 Jahre, sei es die Weinkask-Serie von Renegade. Seien es die Renegade Rums aus dem Weinfass oder auch immer Chateau Lafite und solche Geschichten waren ja auch immer mal mit vertreten und Portwein in den Black Casks. Also da war der Marc Rainier führend, denn der war vor seiner Zeit, vor seinem Einstieg in die Whisky-Branche eben im Weingroßhandel tätig. Jetzt ist er ja Chef von Waterford. Genau, jetzt hat er sich was Neues gesucht, nachdem Bruichladdich verkauft ist. Jetzt macht er die Waterford Distillery. Bin ich mal gespannt, ob da die schönen Weinfässer noch kommen. Ja, die spielen jetzt mit was anderem. Er ist ja ein großes Kind immer so ein bisschen gewesen, genau wie sein Partner Jim McEwan damals. Jetzt spielen sie mit diesen Getreideanbaugebieten und so. Also so ein bisschen dieses Motto Terroir Matters, was Genau. eigentlich beim Whisky nie so ein großes Thema war, sondern immer eher beim Wein hervorzubringen. Und da darf man natürlich nicht mit zu sehr starken Fassaromen rangehen, damit man diese doch sehr, ja, ich sag mal, schlanken oder hintergründigen
Terroir-Aromen noch schmecken kann. Ein lustiger Fact zu Lajic, für wem es aufgefallen ist, also ist jetzt nichts, was man nachlesen muss, sondern das konnte man tatsächlich verfolgen. Die haben über die letzten 15 Jahre ständig bei den Originalabfüllungen die Stärke geändert. Weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber so alle 2, 3 Jahre ändert sich mal bei irgendeiner Release, bei der 10, bei der 16, bei der No Age, irgendwie plötzlich mal wieder die Alkoholstärke. Ich weiß nicht warum. Aber jetzt sind sie doch bei 46,3 wie Tobermory auch. Genau, jetzt haben sie sich momentan an Tobermory angeglichen. Aber die letzten Jahre haben sie immer mal wieder gewechselt. Genau. Gab es auch bei anderen Destillerien, Highland Park 25 zum Beispiel, die Abfüllung, da gab es auch, konnte man die Releases auch einfach am Alkoholgehalt unterscheiden, weil die alle immer andere Kommastellen hatten. Da finde ich zum Vergleich auch mal den 10-Jährigen schön, die normale Standardabfüllung von Lajic. Den finde ich eigentlich, also wer Ich sich muss ja damit tatsächlich abfasst. sagen, bei der Range, mir gefallen die Lajics fast alle besser, also immer besser als die gleich alten Tobermorys. Ich weiß nicht, ob ich eine Torfnase bin oder ob es tatsächlich einen größeren Unterschied gibt. Aber ich bin irgendwie bei allen Original-Releases, die ich probiert habe, immer beim beim Lajic gelandet. Ja, doch schon deutlich unterschiedlich, ne? Ja. Jetzt muss ich mal in die Runde fragen. Wir haben 5 Whiskys getrunken. Welcher ist denn tatsächlich nun der Favorit geworden? Ich fürchte ja, dass die 26 weiterhin das Rennen machen wird. Bei mir zumindest hat sie es bis zum Ende durchgehalten. Wobei der Lecek schon ziemlich spannend ist. Das ist auch sehr spannend, ja. Immer noch die 26. Immer noch die Hast du recht. 26. Ja, keiner konnte die 26 besiegen. Ich glaube, auch bei uns ist die ganz weit vorne. Beim Ronny auch, ja. Also das ist Okay. definitiv so eine Geschichte, wo ich sage, Schon. da hätte man gerne noch ein paar Flaschen. Ja, gibt ja noch ein paar. Ja. Also ganze. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja, mit dem Rauch endet das Tasting in der Regel. Genau. Es freut mich, dass ihr mitgetrunken und mitgelauscht habt und jetzt doch knapp 2 Stunden durchgehalten habt. Das war ein langes Tasting für Society online, denke ich mal. Und es hat mir aber riesen Spaß gemacht. Ich freue mich auf mehr Tastings. War ja jetzt mein erstes Mal mit der Society, aber ich verspreche, es wird nicht das letzte werden. Ist einfach immer toll, mit euch allen zu trinken und Spaß zu haben und tolle Whiskys zu entdecken. Vielleicht auch mal Grains, vielleicht auch mal Rum, Cognac und Co. Und wenn ihr noch Fragen habt, postet sie natürlich gerne noch, dann schauen wir, dass wir die beantworten. Ansonsten hoffe ich, ihr habt eine schönen Abend und eine erfolgreiche neue Woche. Vielen Dank, lieber Frank. Allerbeste Grüße. Gleichfalls, Dankeschön. Viel Spaß an alle, die das Set bestellt haben beim Austrinken. Ich habe mir noch ein bisschen was aufgehoben für morgen. Und wer auch immer Lust bekommen hat, vom Zuhören und Society spannend findet, schaut mal auf unserer Webseite vorbei oder wenn ihr sagt, hey, ich möchte Mitglied werden, finde mich aber noch nicht so ganz zurecht, könnt ihr mich gerne auch auf Facebook anschreiben oder den
Matthias, also den hier auf Facebook anschreiben. Oder auch den Matthias Rech von der Scotch Malt Whisky Society über den YouTube-Channel hier, beziehungsweise über die SMWS Germany Facebook-Seite kontaktieren. Das ist der absolute Fachmann, wenn es ums Thema Mitmachen, dabei sein und bestellen geht. Da kann der mehr dazu sagen als ich, weil das ist unser offizieller Kopf zum Thema Club und Mitgliedschaft. Gibt auch noch eine schöne Facebook-Gruppe. Da ist der Matthias dann auch aktiv. Ich muss jetzt mal schnell gucken. Die würde ich euch auch mal reinschicken. Da könnt ihr dann auch Fragen Genau, ich stellen. kann sie euch leider nicht reinstellen. Das tut mir sehr leid. Ich bin zwar mittlerweile Brand Ambassador für die SMBS geworden in gewisser Weise, aber leider Gottes in der Gruppe als Mitglied nicht akzeptiert worden. Weiß Okay. nicht warum, keine Ahnung. In diesem Sinne, liebe Grüße an die Kollegen von der SMWS-Gruppe. Das ist keine Malt Whisky Society-Gruppe offiziell, sondern es ist eine private Fanclub-Gruppe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mitmachen darf. Ich denke, es könnte vielleicht in irgendeiner Hinsicht auch ein Gewinn für die Gruppe sein. Vielleicht gab es da ein Missverständnis. Genau. Genau. Vielen Dank an alle, die mitgelesen und mitgepostet haben, an den Frank Bleidiesel, an den Ronny aus Deutschland, an dich natürlich für deine Posts, an Dankeschön. die Scotch Malt Whisky Society, um Gottes Willen, wer ist denn das? Und natürlich auch an Larissa und an Ronald, die hier mitgemacht haben, voll dabei waren, ihre Favoriten gewählt haben. Und natürlich, lieber Frank, auch danke fürs Aushelfen mit gewissen Namen. Ich gelobe Besserung im Namen auswendig lernen. Ich möchte mich bei dir Genau. auch bedanken, dass ich heute dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ich Ja, hoffe, war schön, dass dass ich jemand dabei hatte zum Philosophieren und zum Texten. ich hoffe, es war nicht völliger Blödsinn, was ich erzählt habe. Es hat mir Es war, großen Spaß gemacht. freut mich sehr. Und das nächste Mal natürlich dann persönlich. Na? Sehr, sehr gerne. Ich freue mich aufs nächste Tasting. Und wie gesagt, alle aus dem Münchner Raum, bleibt auf der SMWS Germany-Seite aktiv und kommt, wenn ihr Lust habt, zum Picknick. Genau. Danke, liebe Larissa. Liebe Grüße auch an dich. Und ich freue mich aufs nächste Tasting. Viel Spaß, gute Zeit und genießt tolle Spirituosen. Schönen Abend euch allen.